Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, denn heute geht's endlich weiter mit Temptation Island. Wir reagieren auf die zweite Folge. Die erste Folge haben wir jetzt schon angeschaut. Ich werde zu dem Ganzen noch eine Playlist erstellen. Heißt, ihr könnt die erste Folge nachgucken in der Playlist. Dann ist die zweite Folge auch hier drin, wenn die online ist. Dann kommt die dritte auch da rein und so weiter und so fort. Jede Woche müsste eigentlich so ungefähr roundabout eine Folge kommen, denn immer donnerstags kommen die auch neu online bei RTL Plus. TV Now hat sich jetzt umbenannt zu RTL Plus. Heißt, in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu dem Ganzen. Dort könnt ihr euch gerne ein Abo abschließen, wenn ihr wollt, wenn ihr so cool sein wollt wie ich und den Zugriff auf die kompletten Folgen haben wollt. Liebe Freunde, wir fackeln gar nicht, schnackeln lang um den heißen Brei. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Allerwichtigste, was noch fehlt, ist natürlich, holt euch lecker Snacks. Holt euch was Leckeres zu trinken. Lehnt euch zurück und macht euch gemütlich. Wichtig. Und... Ah! Das war kurz sehr heiß, Mann. Okay, wir reden nicht mehr lang um den heißen Brei. Oh, guck mal, mit einem Knopf auf sieht besser aus. Okay, lassen wir so. Oh, einfach nur heiße Typen. Es ist natürlich eine komische Situation. Wir sind in der Villa mit fremden Single-Männern. Hey, ein paar gucken mich öfter mal an. Ich glaube, ich gefalle denen. Ich meine, ich bin ja auch die hübscheste von allen den Mädels. Wir haben zwar zu uns gesagt, dass wir nicht mit anderen Leuten im Bett schlafen, aber ich bin ehrlich so, ich muss das auch brechen. Dass in seinem Bett niemand schläft, ja, das wird ja heute Abend dann direkt revidiert. Man muss aber auch dazu sagen, das ist der coolste von allen. Das ist der allercoolste. Macht ein Versprechen mit seiner Frau aus, außerhalb der Sendung. Geht in die Sendung rein und sagt, ich musste es ja brechen. Okay, sorry, dass du so cool bist. Von wegen in der Frauenvilla ist immer tote Hose. Auch hier geht's am ersten Abend schon richtig rund. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich besser als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Spaß haben kann mit den Jungs. Am Anfang war noch alles ziemlich kalt. Aber jetzt blühen wir langsam alle auf. Hast du Spaß, ja? Partytime! Das war schon ganz schön feuchtfröhlich. Nice to meet you. Na und dann gab es doch noch die auserwählten Single-Männer. Auch mit denen scheinen die ersten Stunden prächtig zu laufen. Da geht schon ein bisschen was. Denn unsere heißen Verführer haben natürlich eine Mission zu erfüllen. Das Problem ist, man weiß einfach überhaupt nicht, was die Jungs in ihrer Villa gerade machen. Und man denkt sich immer, man malt sich das Schlimmste aus. Woher kennt man deinen Freund? Der kam mir übel bekannt vor. Mein Freund ist Fußballer. Ah, ja. Vertraust du ihm? Ich vertraue ihm. Aber er darf halt, also ich habe halt Angst, wenn er zu viel trinkt. Weil wenn er trinkt, dann fallen alle Höhlen, gell? Ja. Ja, wir haben besprochen, dass wir halt ein, zwei Gläser trinken. Besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Hey. Ich trinke ja nicht so viel. Ein, zwei Gläser. So wie wir es halt so besprochen haben, ne? Und diese ein, zwei Gläser. Wie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gläser zu viel? Die gute, ne? Exakt. Denn schließlich habt ihr ja Jakob am Start. Okay, die Person, auf die die Flasche zeigt, die darf sich an eine andere Person aussuchen, wenn ihr die ein bisschen so Zungenspielchen am Hals ein bisschen treibt. Ist auch okay, oder? Am was? Am Hals? Ja, ein bisschen so lecky am Hals. Am Hals? Ja, nee, nicht zu viel, am Hals. Du bist der Geilste, Digga. Ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs schon am ersten Abend schon so offen sind. Und ich hoffe bei Gott, dass ich derjenige bin, auf die Flasche kommt. Ja. Ja, Sandra, ganz klar wie Kloßbrühe hier. Sandra? Was hast du gesagt, Sandra? Giuliano? Ja, ich hab ihn ausgesucht. Ah ja. Mögen wir. Mögen wir. Mit welchem Selbstbewusstsein er da rangeht, mit welchem Killerblick, Alter. Oh, ja. Hat sich gut angefühlt.
gerne wieder. Ich glaube, ich bin da drinnen so ein kleiner Favorit, glaube ich, von den Mädels. Ich merke ja, wie ich angeschaut werde. Das schmeichelt mir natürlich in einer Hinsicht. Ne? Da darf man ja auch ein bisschen stolz drauf sein. Auf der anderen Seite kann sich auch Sandra freuen, dass sie so einen tollen Freund hat, den andere Frauen sexy finden. Ich bin auch klar, wenn wir so ein bisschen Partyspielchen machen, ich bin auch immer dabei, nur ich behalte mir immer so ein gewisses Niveau einfach, ja, weil ich selber auch so bin, dass ich sehr viel Wert auf Niveau lege. Bin mal gespannt, wie viel Wert er auf sein Niveau noch legt. Das ist halt das Problem, dass sein erstes Telefon macht, man hat gar keine Ahnung. Was er macht, Alter. Der denkt so, morgen ist alles vorbei. War sehr gut. Ja. War wirklich sehr, sehr gut. Er muss aufpassen auf jeden Fall, wie er sich gibt. Ich glaube, der hat das Ganze ein bisschen unterschätzt, weil, so wie ich gehört habe, ist Kate sehr stark eifersüchtig und nicht, dass er dann am Lagerfeuer da mal die volle Dröhnung kriegt. Habt ihr das gehört? Das sind meine Schokoladen, die knistern. Aber ist halt echt so, ne? Ein Sama Profifußballer, der es zum ersten Mal bei so einem Trash-TV-Format mitmacht, der ist sich den Folgen, glaube ich, noch nicht so ganz bewusst. Nee. In der Villa der vergebenen VIP-Ladies geht ein erster angesäuselter Partyabend bereits zu Ende. Vor dem Schlafengehen ist Sandra aber eher in einem nachdenklichen Mood. Also wenn Asnat die läuft, schläft sie auf dem Boden. Das glaubst du doch selber nicht, Mann. Doch. Das glaubst du selber. Oder er schläft auf dem Boden. Das klang jetzt für mich nicht so überzeugend. Ganz ehrlich, du sagst die ganze Zeit eher so wie ich, ne? Ja. Er würde niemals auf dem Boden schlafen. Wenn wir morgen das sehen, schwöre ich dir, eine Frau hat in seinem Bett geschlafen. Never. Miguel ist das Orakel. Ihr könnt das bestätigen. Du sagst, er hat mit der im Bett geschlafen. Ich sage dir, Orakel, ich stimme zu. Ich sage dir, eine Frau hat in seinem Bett geschlafen und es kann sein, es war eine Mauer dazwischen oder sonst irgendwas, aber sie wird im Bett geschlafen haben. Ich glaube auch nicht, dass er auf dem Boden schläft. Ich habe gesagt, er soll sonst auf dem Boden schlafen, wenn er keine Couch hat. Wird er nicht machen. Wir haben Finger drauf gegeben, ne? Echt? Wenn er einen kleinen Fingerschwung riecht, dann ist gefährlich. Das war ein kleiner Fingerschwur-Deal. Ich hoffe, Giuliano zieht es genauso durch wie ich. Und deswegen musst du. Die Jungs warten einfach nur darauf, dass der Typ diesen Fingerschwur bricht, damit die eh so einreden können. Guck mal, der hat Scheiße gebaut. Oh nein, jetzt darfst du auch. Ich will eigentlich auch auf dem Boden schlafen. Wie? Ja, schlaf doch auf dem Boden. Gut. Ich will dir einfach zeigen, dass ich ein besserer Typ als Giuliano bin. Ich sehe besser aus, ich gebe dir bessere Komplimente und das ist alles, was ich haben will im Moment, ja. Auch bei den VIP-Herren und ihren heißen Mitbewohnerinnen heißt es langsam Schlafenszeit. Für Giuliano Sandra Nummer 2 ist indessen glasklar, wo sie gleich schläft. Wo schläfst du denn bei ihm im Zimmer jetzt? Ja, im Bett. Nein. Wir haben ja zwei Matratzen. Ja, oder ich schieb die selber wissen, was ihr meint. Ja. Jakob hat hingegen mit der derzeitigen Sachlage richtig zu kämpfen. In einem Bett, das ist sehr schwer für mich, ja, weil das ist irgendwo auch ein Heiligtum von mir und Kate, dass wir beide nur zusammen schlafen. Stark, Bruder. Die Lösung ähnelt eher einer kuscheligen Teenie-Übernachtungsparty. Süß. Wie sieht's bei den anderen aus? Schlaf ihr zusammen in einem Bett? Wie bitte? Schlaf ihr zusammen in einem Bett? Ja. Ha? Er kann er auf dem Boden befördern. Auf dem Boden? Mit so einer Liege da. Dein Ernst? Sind wir 12? Die machen das hier so, schau. Schau, wie der schläft. Never ever. Ernsthaft? Am Boden. Du komm jetzt hier nicht auf dumme Gedanken. Wie ist dein Hundename? Nee, sie schläft nicht dort. Nein, nein, ich schlafe oben. Bist du wahnsinnig? Ich dachte gerade. Nein. Viel Spaß. Badewanne gibt's keine, sonst hätte ich ihm die Badewanne auch noch angeboten. Aber dementsprechend, ich werde definitiv im Bett schlafen. Gleiche Entscheidung bei Julia und Udo. Darf ich bitte? Also ich freue mich natürlich sehr, direkt die erste Nacht bei Udo verbringen zu dürfen. Und man hat einfach noch so ein bisschen intimere Basis dann, glaube ich, miteinander. Ich glaube, die erste Nacht, ja. Also die Julia scheint Anstand zu haben. Und ich glaube nicht, dass sie mir da irgendwie heimlich einen Vogel packt oder so. Das wird nicht passieren.
einfach mal kurz heimlich an den Vogel gepackt. Notte, Henrik. Wo schläft auch jetzt der Bruder? Oh, Henrik schläft auf dem Boden? Ganz stark. Genau wie bei Jakob. Er hat ja im Bett sein Pölsterchen, also sein Kissen, Pölsterchen, wo ein Foto von ihm und seiner Freundin eben ist. Ich denke, heute in der ersten Nacht wird er sich ganz fest an dieses Kissen krallen. Aber dieses Kissen wird in die nächsten paar Tage so schnell vergessen. Und da werden wir sehen, ob das Kissen dann noch immer im Bett liegen wird oder ob das vielleicht in irgendeiner Ecke landen wird. Was soll's? Giuliano bricht direkt seinen Schwur und lässt Sandra in sein Bett. Der ehrenlose Bruder. Ich habe mit der Sandra, also mit meiner Freundin, die andere ist ja auch Sandra, ausgemacht, dass keine Frauen bei mir im Bett schlafen. Ich finde das jetzt nicht tragisch, wenn man im gleichen Bett schläft, wenn man ist erwachsen und... Jetzt ist es natürlich so eine Sache, dass da eine Frau neben mir schlafen will, die mich natürlich, also die mich gut findet und auch Interesse an mir hat. Ich würde schon ziemlich weit gehen, also küssen, je nachdem wie weit er bereit ist zu gehen und dann es einfach drauf ankommen lassen. Da schläfst du natürlich dann schon mal so ein bisschen mit dem Gedanken ein, so dreht die sich jetzt doch mal um. Gute Nacht. Jetzt ist der Zeitpunkt, um meine Schokolade wegzupacken. Ich habe jetzt echt genug genascht und ich merke anhand seiner Aussagen... Was ist das für ein Leben, Alter? Was ist das denn bei euch da? Heidenei. Allein diese, nenne ich diese körperliche Nähe und an, ja, dieses Anwesendsein, ja, ne? Ja, ihr wohnt ja auch zusammen, oder? Haushalt, Sachen zusammen, irgendwo hinfahren. Also wirklich, es gibt nichts, was wir nicht zusammen machen. Und deswegen ist das natürlich vollkommen andere Situation jetzt, wo du auch erstmal mit klarkommen musst, ja? Schaffst du schon. Hat er sich Kate tätowiert? Sag ich aber auch einfach ganz klar, da musst du dich auch ablenken und einfach Spaß haben, viele Gespräche führen, offen sein und so. Weißt du, das bringt nichts, wenn ich mich jetzt hier hinlege und sage, meine Frau und so, weißt du, das macht keinen Sinn. So. Weil wenn es anfängt zu rattern, dann hast du verloren. Dann hast du verloren. Nee, Mann, tu dir das nicht an. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Leiden innerlich tue ich schon, aber ich lasse das nicht raushängen. Das wäre auch den anderen gegenüber nicht gut. Einen fantastischen guten Morgen auch an den Rest der Männerbande. Morgen. Klar, so der frühere Schlonzo, ne, der war auf jeden Fall, der hätte da easy jetzt mal mit der Frau, mit einer neuen Frau irgendwie so im Bett pennen können, aber ja, der bin ich einfach nicht mehr. Ne? Ich habe mich auch weiterentwickelt und bin da auch ein bisschen empfindlicher für sowas geworden. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Sandra nicht mit dem Typen in einem Bett geschlafen hat, weil ich sie da einfach zu sehr kenne und wir eigentlich uns auch einen kleinen Fingerschwur gegeben haben, dass wir es nicht machen. Sag mal, seine Frau ist anständig und er ist halt, er hält sich halt nicht an die Abmachung, sagen wir es mal so. Habe ich schon die erste Regel gebrochen, scheiße. Moin! Aber ich meine, Mann, es ist ja nichts, es ist ja nichts passiert und da war genug Abstand in der Mitte und ja. Digga, du hast doch gepennt wie ein Knecht, bin ich ehrlich. Auf dem Boden da, Digga, aber so richtig. Ja, auf dem Boden war jetzt natürlich kein 5-Sterne-Bett, was ich da hatte. Ich habe schon ein bisschen Rückenschmerzen. Du hast auf so einer Matratze gepennt nur. Wer? Hier, die er war breiter wie die Matratze, wo er drauf gepennt hat. Von den Liegen hier, Digga. Hat er doch aufgenommen. Ja, Achso, ja, der weiß doch, was ich meine. Aber der hat zwei wenigstens genommen. Ich habe auch zwei genommen. Ernsthaft? Ja, klar. Natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, wir hätten noch in einem Bett schlafen können. Aber das ist so eine Sache, die ist für mich und Kate heilig. Schlechtes Gewissen habe ich nicht, dass ich im Bett da mit der anderen geschlafen habe, weil ich will ja auch hier Urlaub machen. Und ich hoffe, in dieser Folge kommt schon ein Lagerfeuer, das wäre richtig geil. Man sieht schon dieses erste Lagerfeuer, wo dann Sandra bestimmt zu sehen bekommt, dass der sich zu einer anderen ins Bett gelegt hat und dann richtig traurig ist, weil, sag mal, er hat den Schwur gebrochen. Oh nein. Das wird definitiv eine geile Zeit mit den Ladies. Jetzt, Leute, kleiner Fingerschuh drauf. Einmal eine Stunde am Tag wird hier richtig eskaliert. Das ist mal ein guter kleiner Fingerspur. Das finde ich cool, weil das heißt automatisch, mehr oder weniger automatisch, da wird es nicht so langweilig. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die wirklich versuchen, einmal
am Tag eine Stunde zu eskalieren, dann ist gut. Das ist stark. Stark, starke Aktion. Alles klar. Die sind mega motiviert, Gas zu geben, würde ich sagen. Also die haben Bock auch zu feiern. Ich will jedes Mal beim Lagerfeuer denken, wenn ich das sehe. Bei uns war es krasser. Noch ahnen die Mädels nicht, was sie gleich erwartet. Ich wünsche mir heute eigentlich noch ein Date, irgendwas Cooles mit Action, irgendwas im Meer vielleicht. Was hast du denn gemacht? Mich würde halt auch interessieren, was die Jungs gemacht haben, also was unsere Männer da getrieben haben da drüben. Ne? Ich mag eher so die sympathischen, lustigen Kerle, die finde ich super, so die netten. Das ist eher so mein Ding. Der gefürchtete Temptation Sound. Bitte, zeigt schon mal Ausschnitte. Boah, ne, bitte nicht, ey. Komm, wir rutschen noch ein bisschen. Doch, bitte schon, den bitte schon. Den heutigen Tag würde ich mir ein Date wünschen. Ich wünsche mir Aufregung und Abenteuer. Und ich hoffe, das passiert bald. Meine lieben Frauen, ich hoffe, ihr genießt eure Zeit in der Villa und lasst es so richtig schön krachen. Ich darf euch jetzt verkünden, es geht auf die ersten Dates. Oh, langweilig. Marina, Emmy und Sandra, ihr genießt einen wunderschönen Tag auf einem Partyboot mit anschließendem Barbecue und natürlich euren Verführern. Miguel, Dominik und Alex. Liebe Kate, du bleibst in der Villa und hast dann natürlich auch einen wunderschönen Tag. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass die anderen weg sind, weil jetzt habe ich hier... Ja, die ganze Villa für mich mit den anderen Jungs. Also ich find's gar nicht schlimm, dass die anderen weg sind. Jetzt können die anderen 20 Jungs mir jedes Körperteil massieren. Jeden freien Quadratzentimeter meines Rückens. Wäre auch geil. Boah, Dates sind immer so langweilig anzuschauen. Na, wir springen aber mal kurz rein. Einfach mal so frei zu sein und so Spaß zu haben. Also es war sehr befreiendes, schönes Gefühl, definitiv. Quad sind sie gefahren. Also, weil Henrik mich so umarmt hat, hat sich echt sehr schön angefühlt. Sag mal, sie hat sich direkt verliebt, ne, in den Henrik. Ist auch krank, ne? Bist schon verliebt? Oi, cute! Wow, das hat er cool gemacht. Der kann aber hochspringen. Oh nein, Emmy hat anscheinend... Entschuldigung. Sag mal, man hat einfach fast seine Klöten gesehen, ne? Müssen wir aber leider rauszensieren. Mir fällt immer intensiver auf, dass Dominik und Paulina sich, glaube ich, sehr gut, zu gut verstehen. Och Mann. Das ist ja doof. Du hast ja einen Freund. Ich weiß nicht, wo das hinführt, aber das gefällt mir nicht. Ich finde Emmy wirklich, sie ist ein super süßes Mädchen, aber ich kann mich nicht so ganz mit ihr identifizieren. Und ich glaube, sie wäre mir persönlich zu anstrengend. Der macht Safe Network Marketing, so wie er redet. Und ich glaube, sie wäre mir persönlich zu anstrengend. Also mir persönlich. Führe und dann ist es in Richtung Ernst wird und es ist kein Spaß mehr so. Ob man mit dir da noch richtig diese deepen Talks führen kann, weißt du, was ich meine? Wie ist jetzt mit dir der Fall? Paulina hingegen ist eine Person, mit der ich mich super gut unterhalten kann. Wahrscheinlich hast du es ja eh auch gemerkt, dass ich dich auch ziemlich interessant finde. Sie ist mir nicht langweilig und aufzunehmen. Ja, wie man sieht, sie ist eine mega hübsche Frau. Dankeschön. Natürlich, ich mag deinen Charakter. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr. Ja, von Dominik erfahren, einfach weil ich ihn sehr interessant finde. Er ist ein cooler Mensch, er hat eine coole Aura. Sowas mag ich einfach. Menschen, die so ein bisschen Feuer haben, die so ein bisschen Pep haben, die was vom Leben zu erzählen haben. Hat in euren Augen der Dominik Pep, Feuer in den Augen?
und etwas übers Leben zu erzählen. Auf mich macht er irgendwie so, der macht auf mich nicht so einen interessanten Eindruck. Ich weiß nicht warum. Ich finde die anderen, oder ich finde, das sind andere Typen in der Villa, wo ich sagen würde, ja, okay, die haben, sag mal, dieses Feuer in den Augen. Aber der Dominik? Ich fand den halt schon bei I Do One so nebenstehende Figur. So, ich fand den nicht so interessant. Jetzt gerade bei dieser Sendung kriegt er auf jeden Fall anfänglich schon mal mehr Sendezeit. Das ist ja schon mal gut. Aber ich finde ihn halt trotzdem noch uninteressant. So, ich weiß nicht, seht ihr das auch so wie ich oder bin ich irgendwie hängen geblieben und ihr findet den alle krass und so. Nach einem aufregenden Date-Tag werden die Mädels abends emotional. Der Henrik hat mir beim Abschied gesagt, dass er mir einen kleinen Brief in meinen Klamotten versteckt hat und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich mir den bis zum Lagerfeuer aufhebe. Hä, Henrik, der Romantiker? Als ich vom Date kam, habe ich dann doch so gedacht, nee, ich gucke jetzt doch mal. Oh nein, she crying. Oh no. It must be really, really cute. I can't anymore. Ja, ganz süß. Dass ich mir keine Sorgen machen soll. It's dass er beautiful. Weiß, was er an uns beiden hat. Und dass er mich heiraten möchte und dass er mich sehr liebt. Und das sehe ich natürlich auch so. Und das ist aber trotzdem nochmal schön, das in seiner Krakelschrift zu lesen. Das freut uns alle und wir möchten, warte mal, sind die noch zusammen? Henrik Stoltenberg, Nacktfotos und Untreue. Jetzt packt Paulina aus. Jedoch macht die hübsche Brünette nun in einer Fragerunde auf Instagram vorwurfsvolle Andeutungen. Auf die Nachricht eines Fans, in der sie indirekt gefragt wird, ob sie die Einzige für Henrik sei, antwortet sie, die Einzige heute, ja, oh oh. Wenn das mal nicht vermuten lässt, dass Henrik auch bei Temptation Island VIP nichts hat anbrennen lassen. Zudem berichtet Paulina in ihrer Story, dass sie bereits vor der Teilnahme schon öfter schlüpfrige Nachrichten auf Henriks Handy gefunden habe. Nacktbilder und Angebote zu sexuellen Diensten von anderen Frauen seien da wohl keine Seltenheit gewesen. Für Paulina eindeutig eine Frage der Moral, sich so an einen vergebenen Mann ranzumachen. Ob Henrik auf diese Nachrichten eingegangen ist, verrät sie nicht. Bleibt abzuwarten, wie sich ihre Reise bei Temptation VIP entwickelt. Na, dann hoffen wir doch einfach mal, dass die noch zusammen sind und gucken jetzt einfach weiter. Das ist viel wert. Wer schreibt denn heute noch einen handschriftlichen Brief? In roter Schrift. Keiner. Cute. Auf jeden Fall cute. Sie hat einfach Bilder ausgedruckt. Ja, Henrik fehlt mir ganz doll. Nee, aber jeder muss halt wirklich Fokus auf eine haben, Mann. Ich auf Sandra zu 100%, da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Ich kann nicht mehr zu irgendwem anders. Also mein Fokus hier liegt auf jeden Fall auf Sandra. Im besten Fall wird Sandra von Giuliano enttäuscht. Dann ist meine Zeit zu glänzen und dann werde ich mich um sie kümmern. Da sitzt er in den Büschen und wartet. Fixiert, Bruder. Auch Paulina? Ja. Sie hat auch ein wenig mit mir geflirtet, das habe ich einfach gemerkt. Ja, ja. Also sie hat es mir heute schon angetan, die Paulina. Und bei mir ist es ein Selbstläufer. Ich muss nicht viel machen. Aber ich will diesen gewissen Reiz haben, weißt du? Und das, den liefert sie mir. Keine Ahnung, vom Sexappeal und so. Ich finde Paulina attraktiver. Ja. Vom Sexappeal so mäßig. Mhm. Sie gibt mir so dieses. Die ist sympathisch, die ist cool, mit der kann man Spaß haben, aber wäre halt auch wieder nicht meins, ne? Vom Optischen her. Sieht auch gut aus, ist auch ein wunderschönes Mädchen. Aber für mich wäre es nichts. Da ist eher die Sandra. Bei Sandra halt hat aber auch mit keiner dazwischen kommen, Mann. Wir sind da, damit die Frauen fremd geht, so hart wie es sich anhört. Aber das ist unsere Aufgabe hier. Du kriegst dann die Paloma-Frisur. Was ist die denn? Die dich mein Freund immer macht. Ey, aber du hast nicht so lange Haare, geht gar nicht. Kümmerst du dich auch morgen? Ja, also Miguel ist schon attraktiv auf jeden Fall. Der ist tatsächlich sehr dem Giuliano ähnlich, habe ich so gemerkt. Das ist total die flirtet gerne mit dem, ne? Ich habe den Ansatzspray gekauft für seine kahlen Stellen. Der hat so dünne Haare, der hat so helle Haare, ja so, dass der das Farbe hat. Sicher, dass du nicht mit einem Rentner zusammen bist? Das ist 22. 22 ist so ein Jung. Sehr, sehr komisch, dein Giuliano. Du anscheinend dann auch, weil du bist ja wieder. Ich bin die bessere Variante.
Meine Taktik ist, die Gespräche mit den Frauen zu suchen. Ich will einfach mehr wissen, was in diesen Beziehungen falsch läuft. Das ist auch interessant. Liebe Freunde, juckt uns aber alles nichts. Was uns eher juckt, ist, dass in der Männervilla gesoffen wird. Ich mal ein bisschen drüber sind so. Deswegen lasse ich einfach die Finger vom Ei. Henrik stoßt aber nicht mit Alkohol an. Ich stoß mit Cranberry an. Ladies, auf einen geilen Abend. Ist da wirklich nichts drin? Nein, bei Gott nicht. Und Mastrovil. Henrik hat gestern gar nicht getrunken. Der braucht was Ordentliches, der Junge. Sonst kann er nicht Gas geben. I wanna have some fun. Alleine will ich nicht trinken, Alter. Das wird nichts. Ich brauch jemand, der mitzieht, Alter. Ja, ich weiß, Digga. Ich hab auch Bock, aber ich kann nicht. Ich kann mich nicht beherrschen, Digga. Nur, dass du angetrunken bist. Gottes Willen. Oder ich hab schon Bock gerade. Digga, lass es zusammen. Komm, ich geb dir meine Hand. Ich hab doch auch Bock. Ich geb dir meine Hand. Ich hab doch auch Bock. Scheiße. So, Digga. Jetzt geht's los. Komm. Jetzt geht's los. Party, yeah. Party, Leben. Komm langsam hin. Oh oh. Er wollte ja nichts trinken, ne? Die Jungs haben sich auf jeden Fall vorgenommen, heute ordentlich Gas zu geben. Da bin ich natürlich immer dabei, wenn es ums Gas geben geht. Wichtig, 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 wichtig. Währenddessen startet der drollige nächste Abend auch langsam bei den vergebenen Frauen und ihren Single-Boys. Sieht aber langweilig aus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe die Eier gesehen. Aber im Fünfer hätte ich es ja so. Eier von ihm. Meine Eier? Ja. Ja? Ja. Der ist aus dem Meer rausgegangen, die Leiter hoch und der ganze Arsch war, weil die Hose runtergerutscht ist. Klar, war ein Schock. Mein haariger Arsch. Habt ihr Wachsstreifen dabei? Ich hab. Leute, langweilige Nächte mag kein Mensch. Nächster Tag, neue Dates, let's go. Wow, mega. Ich freue mich sehr auf den Cocktailkurs. Ist gewohntes Umfeld für mich, ne? Das mache ich ja beruflich und... Der macht beruflich Cocktails. Schon. Stark. Das ist unser Gebiet, da sehe ich mich drinnen, ja? Sie sind bereit, ran an die Shaker. Ran an die Shaker. Mir gefällt es eigentlich besser, wenn mir der Cocktail an den Tisch gebracht wird, ich ihn einfach bestelle. Dann mache ich ihn mir halt selbst. So, liebe Leute, wie ihr seht, mein Arbeitsumfeld, ja? Dann lasst uns doch direkt starten, oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, los. Ja, komm. Er macht jetzt da mal den Kurs, oder wie? Und ich glaube, das könnte lustig werden, auch mit Miguel. Der hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Er zeigt denen jetzt, wie das geht. Fangen wir mit dem Beach an, ist eigentlich ganz einfach. Yeah, baby, let it shake. Ich mach Sex on the Beach. Das, was danach passiert. Kranke Aussage, ne, der Bruder? Dann Wodka. Lecker. Wodka geht immer. Dann auch wieder. Mach dir einfach nach Gefühl. Könntest du es abschießen? Alter! Das reicht. So 12 Zentiliter pro. Und dann habt ihr dieses Teil hier. Damit shake ihr das Ganze. Das setzt ihr drauf, knallt einmal drauf und dann könnt ihr shaken. Und dann habt ihr hier immer eine Öffnung, ne? Ihr könnt das ganz cool machen, den Ellbogen einfach gegenhauen. Okay, das war jetzt ein bisschen peinlich. Und ich hatte einen kleinen Unfall, war ein bisschen peinlich, aber... Das war sehr peinlich. Ja, tut mir leid. Genau, das sollte im Regelfall nicht... Vorführeffekt. Das Problem ist, dadurch, dass er vorher so groß posaunt hat, dass es sein Job ist, dass sein gewohntes Umfeld ist, ist es ihm jetzt noch unangenehmer, dass er was falsch gemacht hat, dass ihm jetzt so ein Missgeschick passiert ist. Da weint er jetzt gerade. Zu Hause weint er gerade, dass das passiert ist, obwohl er so geflext hat, dass es sein gewohntes Umfeld ist. Leute, das ist wie wenn ich sage, YouTube-Videos aufnehmen. Reactions. Kann ich eins sagen. Kein Problem. Kein Ding für einen King. Und dann brauche ich erstmal eine Dreiviertelstunde, um die Kamera anzukriegen, weil ich die Kamera nicht kenne oder was weiß ich. Wisst ihr, wie ich meine? Geht nicht. Geht nicht. Ist nicht. Nein. In der Männervilla, also bei den Männern, ist nur Giuliano zu Hause. Und der alleine mit den ganzen Mädels, liebe Freunde, hui, 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 hui. Das ist geil. Oh nein, wird er das machen? Ich finde
finde schon, dass er übertrieben hat. Also das Ding ist halt, er feiert sich noch so dabei, ne? Es ist nicht so, ja okay, ich musste das jetzt machen, es ist ein Spiel, war Gruppenzwang, dies, das. Selbst das wäre ja nicht in Ordnung. Aber dieses, wie er sich dabei noch feiert, seine Freundin, diese Sandra, die wird einfach kaputt gehen beim ersten Lagerfeuer. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Grundsätzlich, wenn ich vergeben wäre, hätte ich das niemals gemacht. Und das ist erst der dritte Tag und der leckt mir Susanne von den Titten ab. Also ich weiß nicht. Und das gibt's beim nächsten Mal. Was es beim nächsten Mal gibt, wollen wir ja jetzt noch nicht spoilern, liebe Freunde. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn euch die Reaction gefallen hat, wenn ihr Bock habt, die nächsten nicht zu verpassen. Allgemein die nächsten Videos, die nächsten Tage. Jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues Video. Ganz unabhängig von Weihnachten, ganz unabhängig von einem Adventskalender. Verlosungen hingegen, hier stehen 9 Pakete mit Sachen voll. Verlosungen hingegen gibt es auf Instagram. Jetzt juckt es mich am Bein. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, abonnieren. Lohnt sich, würde mich allgemein sowieso sehr freuen, wenn ihr auf Instagram auch supportet. Danke für euren Big Support. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein, liebe Freunde. Aua. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.